Wie bis jetzt ist es halt wirklich einfach nur Hausflipper. Aber Hausflipper ist einfach schöner. Okay, weg damit. Oh. Ist jetzt voll. Lass mich verarschen. Mein Auto. Oh. Okay, wir richten jetzt hier genauso ein. Also Möbeln und so. Wir fangen an mit dem Bad. Die kriegen aber eine Toilette, würde ich sagen. Können ja die Nachbarn hier rüberkommen. Dann kriegen sie auch eine Rolle Klopapier und ein Handtuch. Ja, würde sagen, das reicht. Licht brauchen sie auch zweimal. Die Steuerung finde ich hier irgendwie ein bisschen komisch in diesem Möbelmenü. Warum kann ich nicht einfach scrollen? Dann brauchen Sie eine Tabelle. Ein Bett. Warum zeigst du die Betten immer so rum? Ich stehe in der falschen Himmelsrichtung. Ich hab's. Okay. Ein Bett. Ein Sofa. Nehmen wir diesmal das hier. Das passt super zur Tapete. Dann brauchen Sie noch das ist keine Garderobe. Oh, hier ist das Fenster. So. Und Anlage. Gibt's ja nur. Das. Und das. Was? Versuchen Sie, den Dieb zu fangen? Was? Fangt den Dieb? Um den Dieb zu fangen, du kannst ihn schlagen, du kannst ihn mit einem Auto überfahren. Wenn er wegläuft, kannst du ihn mit einem Auto verfolgen. Wo kommt das jetzt her? We've been robbed. Get in the car and chase the thief. Save our money. Was? Das Auto brennt. Keine Ahnung, wie man fährt. Ja, also welches Auto soll ich? Warum werde ich zurückkatapultiert? Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss erst löschen. Ich hab vergessen, dass ich Feuer löschen kann. Guck mal, wie schnell der rennt. Und wie starte ich das jetzt? Ach so. I'm sorry about this. I've got some money saved up. First go find the letter in the storage room. It has the combination to the safe.
Weg hier! Toll. Der hat alles, all mein Geld genommen. Gehe zum Lagerhaus und finde einen Brief. Lesen Sie. Verstecktes Safe-Schloss. Ich habe etwas Geld gespart und kann es dir geben, um das Motel zu verbessern. Der Geldsafe ist in der Hütte. Um den Safe zu öffnen, brauchst du ein Passwort. Die Kombination ist 23412. Was für eine Hütte? Die Hütte. 23412. Das ist ja richtig sicher hier. Was war es nochmal? 234. To avoid being robbed again, buy a camera from the upgrade menu on the tablet. This can protect us from thieves. Okay. Geheimnis. So. Wo kaufe ich? Ja. Ich habe jetzt Geld bekommen, aber die Kamera kostet gar nichts. The customers might ask you for food. Go to the market and buy some food. Markt. Gott. Hier. Also ich muss ja sagen, bis jetzt überzeugt mich die Demo nicht so, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber es ist alles ein bisschen schwierig. Ich habe sogar noch einen Fähigkeitenpunkt. Könnte ich ausgeben. Drüben einfach Stonehenge. Hier ist eine Ruine. Sah fast aus wie Stonehenge. Geh auf den Markt und kaufe Hamburger Eier Sandwich. $85 für ein Sandwich, ein Hamburger und eine Packung Eier. Gut, wie auf dem Karton Essen steht. Okay. Essen legen. Now it's time to open the motel. Let's get started. Jetzt öffnen wir. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was hier noch passiert. So, wir haben geöffnet. Bitte kommen Sie. Aber früh um 8 einchecken ist nur mit Aufschlag, ne? Eigentlich erst 15 Uhr. Ich kann einfach die ganze Zeit hier rumschlagen. Ich muss hier echt noch Essen machen. Das Spiel hat einfach versucht, alles, was es so an Simulatoren gibt, in ein Spiel zu packen. Hausflipper, Kebabchefs,
Weil das gab es halt damals ja noch nicht, als sie das hier entwickelt haben, wahrscheinlich. Aber mit dem Kunden sprechen und ihm Raum geben. Okay, ich gebe ihm Raum, okay? Er darf sich entfalten. Ich gebe ihm auf jeden Fall Raum. Aber wo ist er denn? Da kommt jemand. Es scheint nicht viel drin zu sein im Koffer. Don't forget that it is our duty to take our customers' luggage to their rooms. Hier. Ach, steht direkt die Zimmernummer dran. I'll give you some privacy. Time to be alone with your customers. Show them that you are the best motel. And remember that the more rooms you open, the more customers and money you make. Er hat gerade gesagt, er lässt mich jetzt allein, da habe ich mehr Zeit mit den Kunden. Was soll denn das heißen? Kundenrezensionen in Ihrem Motel sind für Sie sehr wichtig. Es ist ratsam, die Kommentare der Kunden zu berücksichtigen. Oh, ein Kunde in der Lobby. Ja, ich habe aber bloß noch einen Raum. Excuse me. Excuse me. Bestellung kommen. Über das Bestellmenü auf dem Tablet können Sie Ihre Bestellung bestätigen und bereiten Sie die Bestellung Ihrer Kunden vor. Excuse me, really? Warum muss ich den Koffer hier hinten werfen? Ich weiß nicht, wie ich den sonst ablege. Okay. Excuse me, really? Warte, was wollen die essen? Ein Sandwich. Muss ich das jetzt noch machen? Grill nehmen. Garen Sie Ihr Essen auf dem Grill und legen Sie es auf den Teller. Excuse me, really? Die Wäsche der Kunden waschen? Essen geben. Für welches Zimmer ist es denn? 201. Ach, steht sogar hier. Thank you. Die andere will jetzt Ei, glaube ich, habe ich gerade gesehen. Muss ich es wieder hier kochen? Okay. Und das hängig zumachen. Sieht ja schlimm aus. Gut, dass das Spiegelei nicht vom Teller rutscht. Thank you. Zimmer 203 ist entsperrt. Wäscherei. Oh Gott. Was hat die gemacht mit ihren Klamotten? Benutzt die Maschine in der Waschküche, um die Wäsche zu waschen. Schmutziger Ort, sauberer Ort. Weiß nicht, ob ich wollte, dass das hier gewaschen wird. 202. Okay.
Okay, wir könnten jetzt ein weiteres Zimmer herrichten. Zimmer 203 haben wir jetzt freigeschalten. Aber um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob ich das möchte. Das Spiel macht mir tatsächlich nicht so viel Spaß. Ich will mir das hier oben noch angucken. Aber es ist leider keine Demo, die mich überzeugt hat. Deswegen würde ich einfach sagen, an dieser Stelle brauche ich es auch nicht weiterspielen. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren eure Meinung dazu dalassen. Am Anfang fand ich das lustig mit den Übersetzungen, aber irgendwie... Dann hast du ständig die Tutorial-Anzeige, während jemand mit dir redet, dem du eigentlich auch zuhören müsstest, um zu verstehen, was du als nächstes tun sollst. Dann sollst du hier... irgendwas kaputt gemacht. Dann öffnest du dein Motel, wirst überrannt von Leuten, dabei hast du nur zwei Zimmer. Dann sollst du noch irgendwas zu essen machen. Dann wirst du auch noch plötzlich ausgeraubt, dein Auto brennt. Ich weiß nicht. Wie findet ihr das Spiel optisch und inhaltlich, so wie ihr das halt beurteilen könnt? Wäre das was für euch? To-Do-Liste für das Spa? Sie sind vor 4 Stunden eingecheckt. Was? Zimmerbrand? Einfach wie das Meme. Sie war der Joker und hinter ihr ist einfach... alles in die Luft geflogen. Ja, wenn die jetzt auch noch was essen wollen, habe ich das Zeug am Ende gar nicht da. Aber ein gelber Koffer ist cool. Ja, du kannst umdrehen. Tschüss, kein Zimmer mehr frei. Excuse me, do you have a really? Really? Da kommt noch jemand und ich wollte einkaufen. Ich habe kein Sandwich mehr. Wartet. Ich weiß, ich habe gerade gesagt, ich breche das jetzt hier ab. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn das Tutorial hier durch ist, ist es eh vorbei. Also. Ich glaube, ich schaffe das dann gar nicht mehr in der Zeit, wenn ich jetzt noch einkaufen fahre. Kann ich damit jetzt überhaupt Auto fahren? Glaub nicht. Okay. Wie gesagt, ich glaube, die Bestellungen sind gleich abgelaufen. Direkt gleich in der Demo schon verkackt. So. Sandwich.
Nimm Geld. Da liegt Geld. Thank you. Okay. Ja, ich hole gleich Wäsche. Erstmal muss ich noch mein Ei servieren. Aber cool, dass wir erst anklopfen. Thank you. So, jetzt haben wir gleich die Aufgaben da erledigt. Gucken, ob die Demo dann vorbei ist. Wäre nicht traurig. In order to better serve their customers, we will need to open spa-style places. Let's start with the spa. So, jetzt ernsthaft noch ein Spa. Upgrade-Menü. Added. Muss ich das erst freischalten mit Fähigkeitspunkten? Der war nicht mal 2 Stunden da. Was machen die hier? Muss ich das überhaupt wissen? Komm hierher, um sich die Wäsche waschen zu lassen. Und gehen wieder. Was für ein Upgrade-Menü meinen die denn? Zimmer 201 ist okay anscheinend. Spiel? Was denn? Hier? Ach hier. Wow. Oh. Das ist jetzt aber schade. Dass die Demo jetzt vorbei ist, Mensch. Ach, schade. Ärgerlich. Gut. Nee, meins ist es nicht. Ich werde das Spiel auch nicht spielen. Es kommt auch nicht auf meine Wunschliste. Ja. Nee, das braucht definitiv noch einiges an Verbesserung, bessere Übersetzung, besseres Design. Also im Sinne von, dass nicht Tutorial-Feld über dem Textfeld ist, von wem auch immer, der dir erzählt, was du zu tun hast und so weiter und so fort. Nee. Nicht für mich. Wie schon erwähnt, sagt mir gerne mal eure Meinung. Schreibt sie in die Kommentare. Und ja. Really? Tschüss. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Schulido, winke, winke, bye bye, adios.